Hallo und willkommen, Leute. Ja, ich bin immer noch ein bisschen krank, aber wen juckt's? Ich wollte euch nur hinweisen, dass ich jetzt endlich was geschafft habe, was viele oder was ich schon lange ja, versucht habe. Und zwar habe ich zwei Skype-Accounts gleichzeitig auf einem Computer aktiviert. Ich guck mal hier, das ist mein bisheriger MyGamer-Account, den auch schon viele geaddet haben, wo ich viele einfach abgewiesen habe, weil ich das eigentlich immer so ein bisschen trennen wollte. Und ich habe schon lange gesagt, ich gebe oder ich nehme jeden in meinem Skype-Account an, sobald ich die Möglichkeit habe, einen separaten Skype-Account nur für Abonnenten zu haben. Und jetzt ist es soweit. Ich kann zweimal Skype nebenher laufen lassen. Einmal meinen privaten, wo ich nur Freunde habe, auch Freunde von YouTube. Und einmal den für Abonnenten. Und ich möchte auch alle meine Abonnenten bitten, die mich, die ich jetzt schon hier in meiner, ich sag mal, privaten Skype-Liste drin habe, befolgt bitte nochmal das, was ich hier jetzt für alle anderen Abonnenten auch in diesem Video sage. Und zwar, ihr könnt mich adden. Und zwar, ich mache das hier mal mit dem hier. Ihr gebt einfach hier bei Kontakt hinzufügen, gebt ihr MyGamer Abo ein. Dann findet ihr den hier. Ja, ist mir jetzt relativ wumpe, dass er meinen Real Name anzeigt. Egal, das bin ich. Ich werde mir auch noch einen Avatar dazu hinzufügen. Da klickt ihr einfach drauf. Hinzufügen. Und wichtig ist dieser Punkt. Wer diesen Punkt nicht beachtet, kommt nicht in meine Skype-Liste. Ihr schreibt da rein, ich bin Abonnent, mein YouTube-Name ist. Und dann schreibt ihr da euren YouTube-Namen hin. Denn ich möchte das so handhaben, dass ich in meiner Skype-Liste hinter jedem Skype-User den YouTube-Namen schreibe, denn die meisten Leute sind in Skype nicht mit demselben Namen unterwegs wie auf YouTube. Und da möchte ich doch gerne wissen, wenn mich jemand anschreibt, wer das denn ist, dass ich das dann auch an bestimmten Zuschauer zuordnen kann. Also wie gesagt, in der Form schickt ihr eine Kontaktanfrage an MyGamerAbo und ihr werdet auch aufgenommen in meine Skype-Liste. Ich weiß nicht, wie viele Leute das werden, ob das 10 Leute werden, 20 Leute, 50 Leute, 200 Leute. Aber da könnt ihr mich adden und wenn ihr nicht andauernd permanent nervt, bleibt ihr auch da drin. Ich habe nichts dagegen, öfters mal mit jemandem zu schreiben und so weiter und so fort. Aber ja, solange es nicht zu extrem wird, dass jetzt in der Stunde fünfmal kommt: Hallo, bist du da? Bist du da? Hallo, hallo. Weil ich lasse meinen Rechner öfters auch mal an, wenn ich schlafe oder zur Arbeit bin. Und ja, weil ich dann irgendwie hinterher vergessen würde, Skype wieder anzumachen, wenn ich es ausmache, lasse ich es einfach an. Deswegen, solange mein Rechner läuft, läuft auch Skype. Das heißt aber nicht, dass ich immer am PC bin. Also von daher, wenn ich nicht antworte, ist in Ordnung, wisst ihr Bescheid, ich bin nicht da. Fertig. Gut. Also, wie gesagt, Entschuldigung. Wie gesagt, in der Form, ich bin Abonnent, mein YouTube-Name ist Doppelpunkt und dann den YouTube-Namen dahinter. So wie ich euch auf YouTube auch finden kann. Dann nehme ich euch gerne in der Skype-Liste auf und ja, wir können eventuell auch mal zusammen telefonieren oder sonstiges oder so, keine Ahnung. Ja, mal gucken, was draus wird. Das ist jetzt erstmal nur so ein Experiment. Wenn es total schief läuft, kann ich das Ganze immer noch abschaffen, aber erstmal will ich das auf jeden Fall so versuchen. Gut, ja. Das wäre eigentlich alles, was ich hier sagen wollte. Edit mich, und wie gesagt, an alle Abonnenten, die mich schon, aus welchen Gründen auch immer in meiner, in meinem privaten Skype geaddet haben. Keine Sorge, man kann ja hier Favoriten setzen, also Favoritenkontakte setzen, die dann besonders weit oben angezeigt werden. Da werde ich dann die Leute hinsetzen, mit denen ich schon mehr Kontakt habe und die ich besonders toll finde und so. Aber ich möchte, wie gesagt, die beiden Accounts gerne komplett voneinander getrennt haben.
Wer dann in meiner privaten Liste ist oder nicht, das kann man dann immer noch gucken. Aber naja, ich denke mal, ihr versteht meinen Standpunkt. Gut, dann bedanke ich mich erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.